Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich dir zwei Wege zeigen, wie du definitiv nicht erfolgreich werden kannst im Network Marketing, Direktvertrieb, aber wahrscheinlich in jedem anderen Business genauso. Wenn dich das interessiert und wenn du dir anhand von zwei Beispielen ableiten willst, ja, wie du es besser machen kannst, dann bleib dran und ja, werde dir gleich zeigen, welche Wege das sind und werde dir auch ja, Beispiele dazu liefern. Also, lass uns loslegen. Ja, wie gesagt, zwei Wege, mit denen du definitiv nicht erfolgreich werden kannst, werde ich jetzt gleich in diesem Video zeigen. Das Video habe ich jetzt aufgenommen, 7.1.2019. Also je nachdem, wann du das Video siehst. Ich habe jetzt gerade ein paar Tage Urlaub hinter mir und deswegen auch dieses Video, weil im Alltag registriere ich zwar diese Dinge schon, nur ich gehe da nicht in die Tiefe, sondern wird entweder gelöscht oder wird geblacklistet, wie auch immer. Ja, das heißt, ich mache da relativ kurzen Prozess. Aber jetzt im Urlaub hatte ich so ein bisschen Zeit, ja auch mal so den ein oder anderen dann auch quasi das Gespräch ein bisschen weiterzuführen etc. Und weil ich eben halt relativ ja, ich habe ein paar Stunden einfach immer so Zeit gehabt und ja, war sehr interessant und das hat mich inspiriert, jetzt dieses Video auch zu machen. Okay, also, der erste Weg ist, du machst die falschen Dinge. Der zweite Weg ist, du machst die richtigen Dinge, führst sie aber falsch aus. Ja, also machst sie auf eine falsche Art und Weise, auf eine falsche Herangehensweise. Und da habe ich zwei Beispiele dazu, also zu jedem Weg ein Beispiel. Und anhand dieser Beispiele kannst du dir aber auch ableiten, wie du es dann besser machen kannst. Ja, okay, kommen wir zum ersten Weg, mit dem du definitiv nicht erfolgreich werden kannst. Das ist, wenn du die richtigen Dinge machst, aber auf eine falsche Art und Weise. Und da möchte ich dich gern eine Unterhaltung miterleben lassen, die ich geführt habe über ein soziales Netzwerk. Wie gesagt, normalerweise gehe ich auf diese Nachrichten gar nicht ein, sondern die werden einfach gelöscht. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen Zeit und habe das dann dementsprechend gemacht. Und ich werde auch keine Namen nennen. Ich werde auch jetzt nicht alles vorlesen, weil es auch nicht auf den Wortlaut oder so drauf ankommt, sondern es kommt einfach auf die Herangehensweise drauf an. Und zwar habe ich eine Nachricht gekriegt über ein soziales Netzwerk und die Nachricht, die war ungefähr ja so lang. Und bis auf den Namen, ja, war, glaube ich, alles standardisiert in diesem Text, ja. Und auf jeden Fall ging es halt darum, dass man mich gefragt hat, wie es mir geht und dass wir uns noch nicht kennen, soweit alles gut. Und man möchte mir kurz erklären, um was das es geht, warum man mich überhaupt anschreibt. Ist ja schon mal eine gute Sache. Dann hat man mir gesagt, dass in Deutschland ca. 50% der Erwerbstätigen 1 bis 2 Nebenjobs haben. Und um die monatlichen Ausgaben zu finanzieren, ja. Und man möchte mir eine Möglichkeit zeigen, wie man passives Einkommen aufbauen kann, ohne ein Produkt zu verkaufen und 100% Marktpotenzial hat. Ja, nahezu 100% Marktpotenzial. Und wenn ich Interesse habe, ja, dann gibt man mir gerne weitere Informationen oder man kann das in einem persönlichen Telefonat klären. So, ich hatte kein Interesse. Was habe ich gemacht? Habe auf die Nachricht einfach nicht geantwortet. Dann hat die Person aber wieder die richtige Sache gemacht, nämlich sie hat nachgefasst, aber auch wieder auf eine falsche Art und Weise. Und zwar kam dann eine Nachricht, so nach dem Motto, hat sie meinen Text erstreckt oder haben sie es noch nicht gelesen? Beeindruckender Text, den sie da im Profil haben, wir haben viele Ähnlichkeiten und deswegen will man sich mit mir einfach mal unterhalten, ja, und wäre super, wenn man ein paar Worte wechseln könnten. Ja, ich weiß zwar noch nicht warum, worüber, aber genau. Ich habe dann zurückgeantwortet, doch, ich habe Ihren Text gelesen, allerdings erhalte ich viele dieser Art. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen, beziehungsweise über was genau möchten Sie sich unterhalten? Also so war dann meine Antwort. Dann kam zurück, kann ich mir gut vorstellen. Und dann kommen wir schon zum Thema. Network Marketing erobert Deutschland im Sturm. Die Frage, die da bleibt, ist, wem hört man zu
Und ich finde es klasse, dass sie mir geantwortet haben. Ich bin nun seit einem Jahr im Network Marketing und das Geschäft ist einfach der Wahnsinn. Und das würde ich Ihnen auch gerne näher bringen. Dass das Geschäft der Wahnsinn ist, das weiß ich selbst. Habe ich aktuell Interesse, was anderes zu machen? Nee, weil ich mich auf meine Sache fokussiere, ja, und nicht 15 Sachen machen will. Ja, also selbst wenn es eine gute Möglichkeit wäre, sage ich trotzdem nein, weil sie definitiv nicht zu meiner Sache passt. Weil wenn jemand schreibt ohne Produktverkauf, ja, nahezu 100% Marktpotenzial, dann bin ich da sowieso sehr vorsichtig. Aber das ist jetzt nur so eine Interpretation. Ich habe dann zurückgeschrieben, weil wenn du diesen Kanal hier abonniert hast, was du auf jeden Fall tun solltest, findest du hier unterhalb oder hier irgendwo im Video einfach draufklicken, abonnieren, damit du keine weiteren Infos verpasst. Dann weißt du, dass es hier sehr stark um Network Marketing geht. Auch auf meiner Webseite sollte man eigentlich erkennen können, dass es um Network Marketing geht. Ich habe dann zurückgeschrieben, schauen Sie sich mal gerne in meinem Profil und auf meiner Webseite um. Network Marketing ist mir ein wenig bekannt. Zwinker Smiley und viele Grüße. Kam zurück, super. Welche Networks kennen Sie denn? Auch hier frage ich mich, was ist das Ziel dieser Unterhaltung? Natürlich weiß ich schon, dass das Ziel ist, mich als Vertriebspartner anzuwerben, ja. Aber mal angenommen, ich wüsste jetzt davon tatsächlich nichts. Was für einen Mehrwert habe ich denn da eigentlich? Warum soll ich jetzt alles stehen und liegen lassen, mit der Person einen Termin ausmachen, eine halbe Stunde, 20 Minuten, 10 Minuten mit der Person reden, ja? Ich sehe nicht den Grund. So. Ich habe dann aber, weil ich wollte das dann abkürzen, weil ich werde bei so Sachen, ich bin dann sehr ungeduldig, ja, muss ich halt einfach dazu sagen, muss ich auch noch dran arbeiten, geduldiger zu werden. Ich denke, so kommen wir nicht weiter. Gibt's was, bei denen ich Ihnen weiterhelfen kann? Ja, also so war dann so die Rückmeldung. Falls Sie mich aber für Ihr Geschäft gewinnen wollen, bla bla bla, aktuell kein Interesse, bin sehr gut ausgelastet. Und möchte sowieso in kein anderes Unternehmen wechseln. Viele Grüße, ja, und fertig. Dann kam zurück, okay, kürzen wir es ab. Nur, wie kann man kein Interesse haben, ja, an etwas, was man gar nicht kennt? Hat er grundsätzlich ja recht oder sie, ja. Nur, es interessiert mich halt auch tatsächlich gerade nicht, ja. Und naja, vielen Dank für die Unterhaltung und noch weiterhin viel Erfolg. So, ich dann danke, wünsche ich Ihnen auch und so weiter. Also, ich wusste natürlich von der ersten Nachricht an, dass es darum geht, einfach mich abzuwerben. So, nur das Problem an der Sache ist, ja, wenn du sagst, ich habe mich auf dem Profil umgesehen und irgendwie Interesse heuchelst, aber nicht weißt, ja, was ich tatsächlich mache, ja, und auch nicht mal danach fragst, was ich konkret mache, ja, dann merke ich schon, dich interessiert mich als Person gar nicht. So, das ist okay, ja. Dann mach's aber auch so, dass die Person das auch tatsächlich weiß. Das heißt, wenn du keinen Bock hast, ja, dich für Menschen zu interessieren, dann solltest du dir grundsätzlich überlegen, ob Network Marketing das Richtige ist. Aber selbst wenn nicht, ja, weil du überzeugt von der Sache, von deinem Produkt bist, ja, aber du dich jetzt nicht in tausende Profile einarbeitest oder wie auch immer, ja, was auch der Grund ist dahinter, warum man das nicht macht, dann, ja, dann komm bitte auf mich zu und sag, hör zu, mein Name ist so und so, wir kennen uns noch nicht. Warum ich dich anschreibe, der und der Grund, ich möchte dich gerne als Kunde, als Vertriebspartner gewinnen. Bist du grundsätzlich offen für eine interessante Chance? Ja, nein, vielleicht. Ja, also ja, nein, vielleicht würde ich jetzt nicht reinschreiben, aber dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ja, nein, vielleicht. Dass das natürlich nicht der optimale Weg ist, darüber sind wir uns klar. Aber dann sei wenigstens so authentisch, ja, und mach's auch so. Und mach nicht irgendwelche drei, vier standardisierten Nachrichten, wo du irgendwas vorheuchelst, was du gar nicht, was dich gar nicht interessiert. Weil wenn die Person das interessiert hätte, dann hätte sie wahrscheinlich auch 10 Sekunden Zeit investiert, um einfach mal auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Ja? Und dann hätte sie auch gewusst, dass man vielleicht über einen anderen Ansatz sprechen kann. Ja? Oder hätte dann halt gewusst, dass ich schon im Network Marketing bin. Oder ja, wie auch immer. Ja, also zwei Dinge gut gemacht,
überhaupt Kontakt aufgenommen, weil das ist das A und O. Das ist ja das Wichtigste, dass du genügend Kontakte machst, um Menschen dein Geschäft zu präsentieren. Ja, weil wenn du es nicht präsentierst, kannst du niemanden rekrutieren. So. Das Zweite, was gut gemacht war, war das Nachfassen. Nur was halt aus meiner Sicht nicht gepasst hat, war die Ausführung. Zumindest jetzt nicht bei mir. Ja. Also, das war der erste Weg. Der zweite Weg, und hier will ich ein bisschen deutlicher werden, weil das ist etwas, das solltest du definitiv nicht machen. Normalerweise, wenn das, was ich dir jetzt erzähle, im Alltag passiert, kommt die Person, wird gelöscht, auf die E-Mail-Adresse, auf die Blacklist gesetzt und mehr Zeit investiere ich da gar nicht. So. Aber, wie gesagt, ich hatte ein bisschen Zeit und da ist mir das dann halt auch so ein bisschen verstärkter, dann auch so, habe ich es ein bisschen verstärkter wahrgenommen. Und deswegen findet es jetzt auch Platz in diesem Video. Das mit Abstand Blödeste, ja, was man machen kann, wenn man ein langfristiges Geschäft aufbauen will, ist, sich mit einer Mailadresse bei jemanden in den Newsletter einzutragen, dann eine automatisierte E-Mail zu machen, dass immer, wenn die Person dir eine Nachricht schreibt, eine automatisierte Antwort zurückkriegt, die dann ungefähr wie folgt lautet: Das ist es, was mich tatsächlich interessiert. Link zu einer Geschäftspräsentation. Da ist kein Hallo, kein Nix, kein Name, nada. Ja? Da muss ich mich echt fragen, wie viel. Ja, okay, kürzen wir es ab. Ich finde nämlich keine positiven Worte hierfür. Ja, müsste ich jetzt wirklich was Böses sagen, will ich nicht. Aber man kann ja nicht ganz richtig sein, wenn man damit meint, ein Geschäft aufbauen zu können. Ja? Also, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Für manche mögen das jetzt vielleicht für einen cleveren Ansatz halten, aber die Leute, die über sowas bei dir im Unternehmen einsteigen, die denken ja genauso. Das heißt, ihr werdet niemals erfolgreich werden können in eurer Struktur. Niemals. Warum? Weil man so kein Geschäft aufbauen kann. Wenn du natürlich nur einen Monat, zwei das Ganze machen willst, die Leute ausnehmen willst, kannst du das machen. Ja? Interessieren dich ja Menschen sowieso nicht. Wenn du aber ein richtiges Geschäft aufbauen willst, was 10, 20, 30, 40 Jahre, wo du davon leben kannst, dann kannst du doch gar nicht, dann kann man doch gar nicht so doof sein, ja, sich seinen Namen so kaputt zu machen. Vorausgesetzt, ja, also in dem Fall stand halt ein Name drin, ja. Weiß nicht, ob das der richtige ist. Das ist definitiv der falsche Weg, sein Geschäft aufzubauen. Weil, was passiert? Ja, erstens mal ist es ein asoziales Verhalten, die E-Mail-Liste anderer Menschen, die Zeit, Energie und auch Geld, weil Zeit, wenn Menschen Zeit in das Schreiben von Nachrichten investieren, dann hat es ja auch mit Geld zu tun. Eine E-Mail-Liste voll zu müllen, ja, nur weil sie keine anderen seriösen Marketingwege kennen, ja, dann tut's mir echt leid. Ja, also das ist definitiv, solltest du definitiv nicht machen, ja. Ja, fehlen mir die Worte, du weißt, was ich meine, kürzen wir es einfach an der Stelle ab, mach das einfach nicht, ja. Weil selbst wenn du irgendwann mal auf den Trichter kommen würdest und würdest merken, oh, das ist nicht so eine gute Arbeitsweise, ich mach's jetzt mal seriös, ja. Und wenn du ein gutes Unternehmen aufbauen willst, dann musst du halt mal seriös werden. Das ist halt so, ja. Weil wo gibst denn du dein Geld aus? Bei unseriösen Hinterhofhändlern oder gehst du zu Amazon oder weiß nicht, ob man das jetzt hier so sagen kann, ja? Oder gehst du zu einem Händler, wo du Vertrauen hast? Du gehst doch dahin, wo du Vertrauen hast und dort gibst du dein Geld aus. So. Und so ist es doch hier auch, ja? Und im Internet noch viel, viel wichtiger. Und wenn du dir dann so deinen Namen verbrennst und wenn du jemals seriös werden würdest und würdest auf mich zukommen, ja, ich würde mit dir nicht mehr arbeiten. Warum? Weil du mir gezeigt hast, wer du bist, was du machst. Und das würde ich nicht machen. Weil weiß ich, ob du es nicht woanders auch so gemacht hast. Ja, und mir ist da zum Beispiel mein Name zu viel wert, mit dir dann in Verbindung gebracht zu werden. Also jetzt nicht mit dir persönlich, sondern mit der Person, die das macht. Ja?
Also, lange Rede, kurzer Sinn. Zwei Dinge, wie du auf keinen Fall erfolgreich wirst, ist, wenn du komplettes Falsche tust oder wenn du die richtigen Dinge tust und diese aber falsch ausführst. In diesem Sinne, wenn das Ganze für dich hilfreich war, würde ich mich freuen. Daumen hoch, ein Like, hinterlass mir gerne Feedback, schreib mir deine Fragen in die Kommentarfunktion oder nutz die Kommentarfunktion für konstruktives Feedback, freue ich mich immer drüber. Wenn du ein ernsthaft seriöses Geschäft aufbauen willst, auch dann findest du unterhalb des Videos weitere Informationen. Trag dich ein, schau dir die Informationen in Ruhe an, ja, prüf alles für dich auf Herz und Nieren. Und wenn du dann sagst, ja, ich habe Bock, die nächsten 10, 20 Jahre ein Geschäft richtig aufzubauen, das groß zu machen und bringst die richtige Einstellung dazu mit, ja, dass du auch bereit bist dafür, die Ärmel hochzukrempeln, die Dinge zu tun, die notwendig sind und die auf eine richtige Art und Weise dann auch zu machen, dann, wie gesagt, unterhalb des Videos findest du da weitere Informationen. In diesem Sinne, maximalen Erfolg, alles, alles Gute. Wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.